Ah, hier werde ich gesucht. Habe ich die Maske noch auf? Ja. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen, du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Ein Fehltritt. Einmal den Rücken in die falsche Richtung gewendet. Und du bist tot. Wegen der Ratten? Ich muss mich vor dir doch nicht rechtfertigen. Bitte, hör nicht auf. Das ist so unterhaltsam. Lass mich in Ruhe. Ah, das ist wieder so eine Verfolgungsjagd. Schneller! Lasst mich doch! Schneller! Lasst mich doch! Ja, geil. Dumme Steuerung. Bevor er mich tötet. Oh, erwischte. Huh. Für drei Nächte mit der neuen Hure genügen. Oh je, was war denn das nochmal?
Puh. Nice. Sehr, sehr schön. Yay, 6 Siegel gesammelt. Sehr schön. So, und das Ding, das werden wir jetzt als allererstes direkt nach Monte Regioni bringen und uns diese Rüstung holen. So. Da können wir uns auch direkt nochmal Geld holen. Da guckt, 12.000 sind in der Truhe. Und dann können wir unser Geld auch für die Stadt ausgeben, anstatt für irgendwelche Rüstungsteile, weil dann haben wir ja die gute Rüstung. Natürlich will man dann irgendwann alle Rüstungsteile haben, einfach nur der Komplettierung wegen, aber das ist jetzt hier erstmal kein Thema. So. Und dann werden wir jetzt als allererstes mal die Stadt upgraden. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, ja, schau mal die Liste an. So. Wir holen jetzt erstmal so. So. Und jetzt haben wir noch 27 übrig. 7, 11, 14, 17, 21. Okay, dann. So. So, und jetzt haben wir noch 4.000 übrig. 8.000, 9.000 und 5.000. Okay, also 17, 22.000 brauchen wir noch. Und dann haben wir hier alles komplett renoviert. Buon viaggio! Wir haben einfach gerade
Madrigal ist wert um fast 42.000 Florinen gesteigert. Ja, genau, wir können der Codex-Wand nochmal Zeug hinzufügen. Hier haben wir noch einen Teil. 1, 2, 3, 4 Stück brauchen wir noch. So. Yes. Altair, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. Nice. So. Sehr schön. Guck mal unseren Gesundheitsbalken an, Alter. So, nun ab nach Venedig. Und weiter geht's. Sorry. So, Venedig und zwar hier unten Dorso Duro. Alright. Gut. Dann gehen wir als nächstes zur nächsten Hauptmission. Salve. Hallo. La Rosa della Virtù. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld Nun, gestohlen! Messer, Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Komm, Freunde, ich habe heute... Tut mir nichts, bitte! Bleib zurück, oder ich töte sie! Ich schwöre es! Ein neuer Zoll wird erhoben, um... Tut mir nichts! Es war nicht meine Schuld! Nichts mehr von dir zu begraben übrig sein, Mehr Eier als Hirn. Du denkst, du könntest an mir vorbei. Warum läufst du davon? Nur ein kurzer Schmerz.
So. Wie brav er immer anklopft, bevor er reingeht. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja. Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem würde ich sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, jetzt sollen wir hier eine goldene Maske gewinnen. Signori e Signore, kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Nun, fangen wir doch hier gleich mal an, wa? Signori, dies mag die leichteste Willkommen! Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen... Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Wie hübsch ihr heute aussieht. Ah, halt, die sind eingezeichnet. Ah, jetzt sehe ich es erst. Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Darf ich mich zu euch gesellen? Um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausgaben. Bitte nicht
Hey, hallo, meine Liebe. Möchte ich um eine Schleife bitten. Sag mal, was du wie hübsch ihr heute alle aussieht. Ja, was? Meine Börse! Wie geht's dir, Belle? Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Macht weiter so und ich rufe die Wache. Darf ich mich zu euch gesellen? Okay. Spiel 1. Wir haben einen Sieger. Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Nice.